Heute Nacht im luziden Traum, im luziden Wachtraum, aufgrund des röchelnden Fauchens einer Katze, einerseits dieses triumphal-narzisstische Existenzgefühl mit emporgehobener, hervorgehobenen rechten Pfote bzw. Arm, etwa so wie früher ich eine überdimensionale Winkerkrebsschere emporgereckt hatte, erkennend, dass alles Sein für jedes kleinste Wesen, für jedes unbedeutsamste Wesen allein geschaffen ist, bestimmt ist. Zum Beispiel für jede kleinste Pflanze, die sich aus einer Mauerritze emporstreckt, wohl wissend, dass für sie allein die ganze Welt erzeugt wurde und sie es ist, die ganze Welt erzeugt. Denn wenn sie nicht mehr ist, gibt es auch Welt nicht. Dies als die eine narzisstische Seite eucharontischer Unendlichkeiten, derer Innenblasenschäume und danach das Beispiel des Kyon, des Hundes, der in ein wässriges Milieu abtaucht, am Ende nur noch aus dem Atmen und dem Herzschlag besteht, zurückkehrend bis in die Anfänge jedes Protozoons, in das qualende Wallen eines Oktopus, einer Qualle, deren Sein, deren Bewegung nur im Ein- und Ausatmen, im Ein- und Ausstoßen des sie umgebenden Mediums, in der Osmose, in der Ein- und Ausschleusung des Atman, des Atems, Ausgleich der Innen- und Außenosmolaritäten an Membrangrenzen, das erste Sein, das sich zur Kugel aufgrund einer Doppelmembran schloss und von da ausgehend in diesem wässrigen Hundedasein, das sein ganzes Glück, es benötigt keines Glück, seine ganze Selbstzufriedenheit allein im Ein- und Ausatmen, im Kreisen des Blutes, um diese Ziliengerüste herum, findet dann die Frage, ja und vor dem Protozoon, vor dem ersten Qualle, vor dem, die mit ihrem Licht die Welt erschuf, um dann über die Ozelle Schrecken zu verbreiten, nicht gefressen zu werden, qua Auge, qua verfolgendes und alles sehendes Auge. Also zurück über die Qualle, zurück über das Bakterium, die erste Zelle, das Protozoon, die erste Doppelmembran, wie so überhaupt im Liquiden das Lipophile, das Hydrophobe entstehen konnte. Wo kommt denn dieses Fett her in dem Wasser, das sich dann mit dem anderen lipophoben und lipophilen Teil zu der Doppelmembran innen und außen Wasser anziehend und dazwischen Wasser abstoßend zusammenkugeln konnte und dann eine ganze Serie von Ausziehungen, Wasser als Sauerstoff und Wasserstoff als die bipolaren Liquiden, Besonderheitsmerkmale an Wahlverwandtschaftssystemen
Und da kommt nun der Kohlenstoff hinein. Kohlenstoff als Basis alles Fettigen, alles Hydrophoben und Lipophilen, alles Kohlenstoff mit seinen 5 hyperreaktionsfähigen Andockstellen, kettenbildendes, vereinigendes, Gewebenetze, Gespinste flechtendes Entität, jene schwarze Graphit, die Kohle, eben das, was wir geschrieben haben, das Tödliche, das da hereinkommt, indem es Ausfranzungen, Fraktalisierungen, Gespinste, Netze, Rhizome bildet, indem es Kugelgestalten zusammen sich igeln lässt, indem es sich dazwischen schiebt, zwischen diese hydrophilen Anteile des bipolaren Wassers und von da ausgehend auch die ganze Nukleinsäuresynthese der Kettengerüste, der Kohlenstoffkettengerüste erzeugt mit ihren Vertrillungen, mit ihrem Vortex, mit ihrem Wirbelsturm, der jenen Strudel erzeugt, um am Ende jenes Loch aufzubohren, durch den die Dimensionen hindurch müssen zwischen der einen inneren Membrangrenze und der anderen äußeren Membrangrenze, zwischen dem Phantasma des Lebens und zwischen dem Phantasma des Nicht-Existenten, des Unendlichen, nicht mehr Vergänglichen, jenes Phantasmas, von dem wir noch zu sprechen haben werden, aber schon angedeutet haben, wie der Begriff im Sanskrit lautet, Shunyata.